Leon Simmons, Axel Dieter Junior im Einzelkampf hier am zweiten Tag des 60 Karikor Tournaments um die WXW Unified World Wrestling Championship. Simmons schickt ihn hier mit Kraft in die Ecke. Oh, Christian Michael Jacobi zieht das Seil herunter. Und wie eine Pflaume fällt er zu Boden vom Baum. Das ist Walter und Thatcher. Da ist ein Vor. Und jetzt geht es hier zur Sache. Spinebuster gegen Walter. Decken sich mit Schlägen an, wie schon in den letzten Monaten. Und jetzt kommt er hier in die Ringe. Und dann der Running Power Slam. Aber da geht's auf die Ringe. Auf die Ringe, direkt auf die Eckkante. Erstmal Trimmel. Oh mein Gott. Flex auf den Metallboden. Und jetzt kommt er hier mit der Gunflash Power, die Doctor Bomb. Nimmt jetzt an, auf die Seite, nachdem er sich befreit hat. Aber dieser passt Jörn Simmons auf. Eventuell gerät's leer. Er hat gelernt. Abgeduckt Jörn Simmons. Nein! Back Body Job! Es ist ein Bootsong! Und Jack! Oh. Massive Boot! Und der König enthauptet den Champion und der Jäger erobert den Thron! Nein! Nicht zu glauben! Jetzt halt die Finger zusammen. Die Landungsbrücke. Auf den Kopf, auf den Nacken. Komm auf den Champion. Axel Dieter Junior kriegt ihn einfach nicht kaputt. Die Landungsbrücke. Nein. Zum Zweiten der Konterbody und Simmons. Kopf zwischen die Beine. Nach oben. Nein, kein Balldriver. Einroller. Schneller Einroller von Axel Dieter Junior. Allerdings auch nur für zwei. Jetzt ist hier. Massive Boot. Vielleicht jetzt die Entscheidung, das war der Balldriver! Der Balldriver! Jetzt! Das war ein Guard! Liebe Fans, ich stehe hier mit dem neuen WXW Unified World Wrestling Champion, niemand geringeren als dem Massive One, dem Marquee Player Jörn Simmons. Jörn, you're the champion for the second time now. How does that feel? Feels great, Tommy. Cool. Thanks for asking. It's been the second carrot for me and the second WXW Unified World Wrestling Championship reign for me. So honestly, I couldn't be happier. It was great that it was in front of the biggest house, the biggest draw that WXW has ever produced. And it just goes to show you that I am exactly what I say I am, and that is the marquee player. Now, as far as my opponent goes, I'll give credit where it's due. Axel Dieter Jr. was tough. He was by far the toughest opponent I had to face in my career so far. But at the end of the day, like the fans sing, and it just rings true once more, there is only one Jörn Simmons. Yeah, that one is in the record books right now, but everybody wants to know what's up next for Jörn Simmons. That is actually a pretty tough question, Tommy. I don't know right now. I was a fighting champion in my previous reign. That's what made me the warrior king and the man that I am today. So I'll uphold that tradition and just welcome any and all challengers that feel like they are willing and able to face me for my championship. I heard that Speedball Mike Bailey is coming back and he'll be at True Colors in Dresden. I was very impressed with him the last time I fought him at World Tag League, and, you know, if he's up for it, I'll go another round. Mm-hmm. Do you think that Mr. Christian Michael Jacobi, the chairman of the Championship Board of Directors, will take it easy on you? No. No. This is plain and simple, no. Jacobi is not going to take it easy on me. I know how he is. He likes to play his little games, but to me, Jacobi is kind of like a fly. And we all know what flies are attracted to.
But the thing is, he'll keep buzzing around my head. I'll keep trying to swat him away. There's gonna come a day where I squish the fly that is Christian Michael Jacobi and I get rid of him. So far for the reigning WXW Unified World Wrestling Champion, Massive Jon Simmons. Carson, what's the matter, buddy? You gotta cheer up. You gotta be more happy. I mean, I got the title back, bro. Von ganzem Herzen, wirklich, Gratulation dazu. Karat ist wirklich dein Ding, ganz, ganz offensichtlich. Letztes Jahr, dieses Jahr, aber wie soll ich mich glücklich fühlen? Ich wurde vor den Kopf getreten. Ich wurde niedergerungen. All diese Sachen, die passiert sind. Ich meine, ich habe das durchchecken lassen und in meinem Kopf ist nichts passiert. Aber, weißt du, das ist ein psychisches Ding. Und ich wünschte, ich könnte die Probleme so lösen, wie ich es gelernt habe. You know what I think you should do? I think you should find a way to punish Christian Michael Jacobi however you feel is necessary. Think about that.